Vielen Dank. Für eine Kurzintervention hat das Wort Kollege Degen. Ja, Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Ich habe mich nur kurz gemeldet, weil ich doch schon bezeichnend fand, Herr Kollege May, dass Sie das, was Sie eigentlich anderen vorwerfen, selbst machen, nämlich die meiste Zeit eigentlich anderen abzuarbeiten und auf andere einzudreschen, anstatt wirklich einmal etwas zu sagen, ob es nun einmal Lehrermangel in Hessen gibt oder nicht, und was Ihre Maßnahmen für die nächste Wahlperiode sind, oder wie Sie Unterrichtsausfall bekämpfen wollen, oder wie Sie eben den Sanierungsstau an den Schulen endlich einmal etwas dagegen tun wollen. Und was mich am meisten geärgert hat, dass Sie versucht haben, Kollege May, den Kollegen Wagner von gestern noch einmal zu kopieren, ohne dass es richtig funktioniert hat. Weil ich sage Ihnen eines zum Pakt für den Nachmittag. Die Sozialdemokraten werden niemals ein Programm unterstützen, das am Ende die Eltern mit 90 bis zu 200 € im Monat für Ganztagsunterricht belastet und damit ein Schulgeld durch die Hintertür einführt, Herr Kollege May. Und es ist auch nicht redlich, so zu tun, nur weil die Sozialdemokraten es richtig finden, dass es einen Rechtsanspruch gibt. Ob auf Betreuung und Bildung, das ist doch alles ein fließender Bereich. Aber daraus zu konstruieren, wir würden den Pakt unterstützen, ist nicht redlich, weil man kann den Pakt auch oder wie auch immer er heißen kann oder neu konzipieren kann. Man kann das auch so gestalten, dass da eine gebundene Komponente drin ist und natürlich irgendwann ein anderer Träger noch Betreuung organisiert. Weil wir werden noch in eine Zeit kommen, wir haben Supermärkte, die bis 22 Uhr offen haben, wo wir darüber reden müssen, ob 17 Uhr überhaupt noch ausreicht, ob man auch für Schulkinder in der Grundschule noch weiterdenken muss. Und natürlich muss man dann schauen, wie man diese Betreuungszeiten für Schulkinder organisiert. Aber das ist auch kein Widerspruch dazu, dass man gebundene Ganztagsgrundschulen, teilgebundene, die bis 14:30 Uhr gebundene, teilgebundene arbeiten, unterstützt und haben will. Da ist kein Widerspruch, und das ist nicht redlich, wenn Sie das immer wieder unterstellen. Kollege May zur Erwiderung. Lieber Kollege Degen, der konzeptionelle Ansatz, man muss mal gucken, wie Sie das gerade jetzt ausgedrückt haben, ist jetzt nicht besonders tiefgründig. Ich will aber eines dazu sagen. Sie haben im Bereich der Bildungspolitik über lange Zeit immer hier alles allen versprochen. Dann haben Sie gestern den Versuch unternommen, Abstand zu nehmen von dem, was Sie immer versprochen haben, nämlich alles, was aber nicht funktioniert, und es ist aufgefallen. Das ist so weit aufgefallen, dass Sie dann kurz nach der Debatte auch noch Ihren Hessenplan neu gefasst haben, weil wir da nämlich Ihnen aufgezeigt haben, dass dort irgendwie die Vorstellung zu dem, was Sie hier vertreten, nicht zusammenpasst. Ich glaube, Sie haben die Zeit versäumt, und Sie haben auch die Kurzintervention wieder versäumt, klar zu sagen, wo Sie eigentlich hinwollen. Und da kommen Sie nicht raus, lieber Kollege Degen. Sie haben versäumt, klar zu machen, was Sie konkret wollen. Und da kommen Sie nicht raus. Während wir als Fraktion und anschließend als Partei umfangreiche Papiere vorgelegt haben, und im Übrigen habe ich in der letzten Plenardebatte, da war es der Setzpunkt der LINKEN, 10 Punkte vorgestellt, wie wir das machen sollten. Von Ihrer Seite her kam damals nichts. Na gut, man kann mal den Auftritt verschlafen. Aber auch heute haben Sie die Gelegenheit nicht genutzt, sondern haben mal wieder nichts dargelegt, was Sie eigentlich machen würden. Vielen Dank. Als Nächster spricht Staatsminister Lorz. Ja, das ist ein guter Anfangston. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Ausweislich unserer Tagesordnung ist das ja wohl die letzte schulpolitische Plenardebatte dieser Legislaturperiode. Insofern passt es natürlich, dass die FDP zu diesem Abschluss noch einmal einen ihrer Dauerbrenner aufruft. Es ist natürlich auch der mehr oder weniger verzweifelte Versuch, das Thema zu Wahlkampfzwecken noch einmal ins Licht der Öffentlichkeit zu zerren, nachdem Ihre Anhörung vom Juni ja so völlig ohne jedes öffentliche Echo geblieben ist. Deswegen vermarkten Sie das jetzt auch in entsprechenden Broschüren. Es passt auch, wenn ich das sagen darf, zur schulpolitischen Abschiedsrede des Abgeordneten Greilich. Ich habe nur, lieber Herr Greilich, die drei Affen vermisst, mit denen Sie uns normalerweise so gerne karikieren. Aber vielleicht liegt das daran, weil die heute schon einmal in einer anderen Debatte gebraucht worden sind, oder sie stehen in der Pressemeldung. Gut, das ist auch eine Aufteilung, die man machen kann. Ich will aber, wenn Sie mir das gestatten, die Gelegenheit nutzen, um auch in unserem Verhältnis zueinander aufzugreifen, was vorhin der Finanzminister im Verhältnis zu Herrn Schmidt gesagt hat. Wir haben ja auch in den vergangenen Jahren, glaube ich, so manche scharfe Klinge gefochten, die heutige Debatte durchaus eingeschlossen. Aber ich glaube, ich darf sagen, wir hatten auch immer
die Möglichkeit danach und vielleicht auch mit einem Augenzwinkern uns beim parlamentarischen Abend oder sonst wie auf ein Bier deinen Wein zu treffen und das alles auch noch einmal freundschaftlich miteinander Revue passieren zu lassen bei allen Diskrepanzen in der Sache. Das finde ich gut. Dafür möchte ich mich einfach auch an dieser Stelle noch einmal herzlich bedanken. Und jetzt zur Sache, meine Damen und Herren. Uns ist allen bewusst, dass unsere Schulen, ihre Leitungen und damit auch unsere Lehrerinnen und Lehrer aktuell vor großen Aufgaben und Herausforderungen stehen. Und das hat vielfältige Ursachen, die aber alle nicht im Verantwortungs- oder auch nur im Einflussbereich des Kultusministeriums liegen, sondern die das Resultat gesellschaftlicher Großentwicklungen sind, die natürlich und unvermeidlich, weil Schule ja nun einmal das Spiegelbild der Gesellschaft ist, auf die Schule durchschlagen oder in sie hineingetragen werden. Das gilt für den Ganztagsausbau, den wir gestern debattiert haben. Das ist zwar eine politische Entscheidung, aber sie reagiert ja auf eine gesellschaftliche Entwicklung, auf einen gesellschaftlichen Bedarf. Das Gleiche gilt für die Herausforderungen der Inklusion. Es gilt für die Integration von Flüchtlingen und Zuwanderern mit keinen oder nur geringen Deutschkenntnissen. Vor allen Dingen aber gilt es für die zunehmende Heterogenität der Schülerschaft, egal ob jetzt in ethnischer, religiöser, sozialer, sprachlicher oder kognitiver Hinsicht. Lehrkräfte müssen immer mehr Erziehungsaufgaben übernehmen, die früher selbstverständlich in der Familie angesiedelt waren, verändertes Sozialverhalten, Aufmerksamkeits- und Disziplinprobleme, auch wenn unsere Gäste nicht eine löbliche Ausnahme dargestellt haben. Schade, dass ich Ihnen das jetzt nicht mehr persönlich sagen kann. Aber es ist ein allgemeines Phänomen an der Schule. Und diese Phänomene fordern unsere Lehrerinnen und Lehrer tagtäglich und leider auch sehr viel mehr als früher. Das alles wissen wir sehr wohl. Und es ist teilweise nicht einfach, mit dem Wachstum dieser Herausforderungen Schritt zu halten, sowohl was die Entwicklung pädagogischer Konzepte als auch was die Mobilisierung zusätzlicher Ressourcen angeht. Und damit ist und bleibt das auch eine zentrale Herausforderung für Bildungspolitik und Bildungsverwaltung. Aber, meine Damen und Herren, wir stellen uns dieser Herausforderung. Wir stellen uns ihr. Und wir haben über all die Jahre hinweg schon jede Menge Maßnahmen ergriffen, um unsere Schulen und Lehrkräfte nachdrücklich zu unterstützen und zu entlasten. Ob das die Reduzierung der Klassengrößen war, der 5-prozentige Zuschlag zur Grundunterrichtsversorgung, die sozial indizierte Lehrerzuweisung, die mobile Vertretungsreserve oder zuletzt in diesem Jahr die Einstellung der 700 sozialpädagogischen Fachkräfte. Wir haben auch die Deputate erhöht. Das Thema hatten wir erst kürzlich in diesem Hause. An den Gymnasien etwa im Schnitt um 50%. Ich behaupte keineswegs, dass es damit getan sei. Deswegen sprach ich vorhin ja auch von der ständigen Zunahme der von außen an die Schule herangetragenen Herausforderungen. Aber es waren und sind alles gute, sinnvolle und wirksame Maßnahmen. Und als Essenz dieser Debatte darf ich feststellen, alles, was der Opposition in diesem Hause dazu einfällt, ist entweder das übliche Mehr, Mehr, Mehr. Das haben wir etwa von Seiten der FDP gehört. Sie haben in der Legislaturperiode, die Sie mit uns zusammen bestritten haben, 2.500 zusätzliche Lehrkräfte an die Schulen gebracht. Das war eine tolle Leistung. Wir haben fast 4.500 an die Schulen gebracht. Sie sagen, es war halt einfach zu wenig. Die andere Alternative, das haben wir in der Rede des Abg. Degen mitgehört, ist, es kommt einfach gar nichts. Einfach gar nichts. Das hat Herr May auch schon entsprechend herausgearbeitet. Sie haben wortreich und mit vielen Einzelfällen, die man natürlich alle mangels Namensnennung nie nachvollziehen kann. Deswegen macht es dann die Sache natürlich auch für Sie an der Stelle einfacher. Aber in all diesen Punkten wortreich die Probleme beschrieben, aber keinen einzigen Vorschlag gebracht, wie diese Probleme, wenn sie denn tatsächlich so existieren würden, auch einmal gelöst werden können. Und dabei gibt es, und das will ich jetzt der FDP ausdrücklich konzedieren, Ideen, die man aufgreifen kann, wo ich sogar eine gewisse Einigkeit feststelle, beispielsweise hinsichtlich der Einstellung von Schulverwaltungskräften. Ja, ich glaube auch, dass wir so etwas zur weiteren Entlastung der Schulen brauchen. Deswegen steht diese Forderung danach ja auch nicht nur im Wahlprogramm der FDP, sondern auch in den Programmen der Regierungsparteien, für die CDU druckfrisch nachzulesen, in unseren Parteitagsbeschlüssen vom letzten Samstag. Es geht halt nur nicht alles auf einmal. Das ist das, worauf man auch eben als Regierung, wenn man Verantwortung trägt, immer hinweisen muss. Es geht halt nicht alles auf einmal. Wir haben uns in dieser Legislaturperiode zunächst darauf konzentriert, zusätzliche Lehrkräfte zu gewinnen, vor allem für solche zusätzlichen Aufgaben wie beispielsweise die Deutschförderung, aber auch für Inklusion und Ganztag. Deswegen haben wir diese Rekordzahl von Lehrkräften neu eingestellt. Dann haben wir uns als Zweites darauf fokussiert, sozialpädagogische Unterstützung für die Schulen bereitzustellen. Und zwar, weil wir das Signal ja aus den Schulen bekommen haben, etwa über unseren Praxisbeirat Grundschulen, dass das ist, was die Schulen am allerwichtigsten und dringendsten brauchen.
Und nun überlegen wir uns, wie wir noch weitere Professionen hinzufügen können. Und das alles geschieht immer mit dem Gedanken, Lehrerinnen und Lehrern so viel Zeit wie möglich für Unterricht und individuelle Förderung ihrer Schüler zu geben. Meine Damen und Herren, zur Frage der Vakanzen habe ich Ihnen ja erst im Sommer noch eine kleine Anfrage beantwortet. Das lasse ich jetzt also einmal beiseite. Ich möchte aber gerne noch etwas zu dem Umgang mit den sogenannten Überlastungsanzeigen sagen. Erstens. Ich lese die alle. Und ich nehme sie auch sehr ernst, solange ich mich ernst genommen fühle. Was ich damit meine, will ich gleich noch etwas näher ausführen. Da spielt es auch keine Rolle, dass das im rechtlichen Sinne keine Überlastungsanzeigen sind. Das interessiert mich an dieser Stelle gar nicht. Wir bitten unsere staatlichen Schulämter, in jedem einzelnen Fall vor Ort gemeinsam mit der Schule nach Abhilfe zu suchen und begleiten das dann vonseiten des Ministeriums schriftlich und, wenn es um übergreifende Fragestellungen geht, auch persönlich. Ich war erst kürzlich, jetzt will ich dann doch auch mal eine persönliche Anekdote erzählen. Ich war erst kürzlich in einer Schule, da sprach mich die Personalratsvorsitzende an. Ich bedankte sich für die Hilfestellung, für die gute Arbeit mit dem Schulamt, erklärte mir, drei Viertel ihrer Anliegen hätten erledigt werden können zur allseitigen Zufriedenheit. Jetzt sei noch ein Viertel übrig, leider das Schulamt gesagt, da müsste man wahrscheinlich etwas übergreifend ändern. Da wollte sie gerne noch einmal mit dem Ministerium darüber reden. Das sind die Hinweise, für die ich dankbar bin. Und natürlich führe ich dieses Gespräch. Und ich bin auch schon gespannt auf die Ideen, die man da vielleicht entwickeln kann. Das ist die eine Seite. Ich will aber an dieser Stelle auch noch einmal hinterlegen, wo ich mich nicht mehr als Gesprächspartner ernst genommen fühle. Ich fühle mich nicht mehr als Gesprächspartner ernst genommen, wenn der Begriff der Überlastungsanzeige nur noch als Instrument und plakatives Vehikel benutzt wird, um in Wahrheit erst eine tarifpolitische Auseinandersetzung zu führen und darüber hinaus knallharten Wahlkampf im Dienst einer bestimmten bildungspolitischen Ideologie zu betreiben. Und ich habe einen sehr konkreten Grund, jetzt darauf hinzuweisen. Denn wir wissen, weil das im Netz unterwegs ist, wir wissen, dass die Funktionäre der GEW schon heute eine entsprechende Aktion für die letzten Tage des Wahlkampfs vorbereiten. Wir lassen einen Aufruf kursieren, der wörtlich dazu aufruft, an möglichst vielen Schulen Überlastungsanzeigen anzufertigen. Da geht es nicht um konkrete Überlastung einzelner Lehrkräfte. Da geht es nicht um eine konkrete Schulsituation. Da geht es ausschließlich darum, Zahl und Stimmung zu machen. Und damit das auch ja funktioniert, da traut man wohl den eigenen Truppen nicht so ganz, wird ein Textbaustein zur Verfügung gestellt. Der ist auch elektronisch zugänglich. Und dann steht noch ausdrücklich dabei, man soll sich dem doch bitte bedienen, man soll dieses vorgefertigte Formular nehmen. Es wäre auch nicht aufwendig. Man bräuchte sich auch gar keine große Mühe geben, da irgendwas Schulspezifisches reinzuschreiben. Hauptsache, man füllt das irgendwie aus und unterschreibt das. Und das werden wir dann 10 Tage vor der Wahl als spontane Hilferufe gepeinigter Lehrkräfte überreicht bekommen, meine Damen und Herren. Das, meine Damen und Herren, ist eine reine Wahlkampfaktion. Es ist eine reine Wahlkampfaktion. Die Funktionäre der GEW wollen diese Regierung weghaben. Und sie wollen uns weghaben, weil wir ihrem Traum von der Einheitsschule im Wege stehen. Sie wollen uns weghaben, weil wir ihrem Traum von der zwangsweisen Totalinklusion im Wege stehen. Sie wollen uns weghaben, weil wir ihrem Traum von der zwangsweisen Ganztagsschule für alle im Rede stehen. Das ist der wahre Hintergrund dieser Aktion. Und ich sage, gut, lasst uns darüber streiten. Wir können uns gerne über Schulformen des Schulsystems unterhalten. Wir können uns auch gerne weiter über Inklusion streiten. Wir können, das haben wir auch gestern hier übrigens in einer sehr konstruktiven Form getan, über die Frage von Ganztagsangeboten streiten. Das geht alles in Ordnung. Aber das hinter einem Instrument, das zum individuellen Arbeitsschutz da ist, zu tarnen, das empfinde ich nicht nur als einen Missbrauch des gewerkschaftlichen Auftrags, sondern das halte ich auch einfach politisch für feige. Und über dieses Stöckchen werde ich nicht mehr springen, meine Damen und Herren. Ursula soll mich doch abbringen. Vielen Dank. Als Nächster spricht Kollege Degen, SPD-Fraktion, 5 Minuten Redezeit.
Ja, Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Man kann die Redezeit sich ja auch ein bisschen so einteilen, dass man auch damit kalkuliert, dass es so hergeht, dass man immer etwas sagen kann. Herr Kultusminister, also ich glaube, das Demonstrationsverbot steht erstens einmal im Grundgesetz, und zweitens ist wahr. Ich glaube einmal, dass Ihr Ausblick auf irgendwelche auf Aktionen, die wohl geplant sind, von denen ich nichts weiß, ob das. Ja, es ist doch so. Naja, Ihr Verhältnis zur GEW kennen wir ja. Herr Kultusminister, ich glaube, dass das Ihr Ausblick oder Ihre Angst auf das, was da kommen mag, keine Antwort darauf war, warum Sie auf gefühlt 95 Überlastungsanzeigen überhaupt nicht geantwortet haben. Weil das, was Sie beschrieben haben, liegt in der Zukunft. Die Realität liegt aber in der Vergangenheit, worauf keine Antworten gekommen sind. Und im Übrigen haben Sie bei der Aufzählung Ihrer vielen Wohltaten auch noch eines vergessen. Das sind die Konrektoren an den Grundschulen, auch eine ganz große Wohltat, wo sich, habe ich gar nicht aufgezählt, als ich vorhin von meinen Besuchen berichtet habe, dass es Grundschulen gibt, die überhaupt diese Stellen gar nicht haben wollen, weil sie stellen sich hin und verkaufen nach draußen, sie schaffen neue Stellen an Konrektoren an Grundschulen. Ich weiß, das wissen vielleicht manche von Ihnen gar nicht, die gar nicht so in Schulpolitik drin sind, aber die bringen keine einzige Stunde für die Schulen, weil es ist, das Gegenteil ist der Fall. Das, was bisher eine Schulleitung an Deputat hat, das müssen Sie durch zwei teilen, und beide müssen mehr in den Unterricht gehen. Ja? Das ist alles eine Täuschung der Öffentlichkeit. Sie streuen der Öffentlichkeit Sand in die Augen, meine Damen und Herren. Und wenn wir schon beim Thema Schulleitung sind, dann will ich auch dem Kollegen May noch einmal antworten. Das haben wir nicht, sagen wir ja nicht zum ersten Mal. Wir glauben schon, dass wir mehr Deputate und mehr Entlastungen auch gerade für Schulleitungen brauchen. Weil auf der einen Seite Förderschulen zu schließen und dort die Funktionsstellen abzubauen, aber gleichzeitig den Regelschulen zu sagen, ihr macht das mal alles on the top, das ist nicht in Ordnung, meine Damen und Herren. Man muss auch Regelschulen für Inklusion entsprechend ausstatten. Und das Gleiche gilt für den Ganztag. Weil wenn Schule länger dauert und länger geleitet werden muss, muss man auch da dafür sorgen, dass die Schulleitungen entsprechend ausgestattet werden. Und ich denke, Sie möchten hören, was wir zu sagen haben und uns wünschen. Lassen Sie mich noch einmal ausreden, Herr Bellino. Ja? Dann, und das habe ich vorhin auch schon gesagt, die wesentlichste Maßnahme, die wir brauchen in Hessen wieder, das ist ein Miteinander auf Augenhöhe und Ehrlichkeit. Weil nur dann, wenn man wirklich der Realität in die Augen schaut und nicht Unterrichtsausfall und Lehrermangel wegtut und das am Ende als Einzelfälle bezeichnet, nur dann kann man wirklich Konzepte auf den Weg bringen, um das auch wirklich zu beenden, meine Damen und Herren, und hier die Schulen gut ausstatten. Dazu gehört auch die Erhebung des Krankenstandes, den jede einzelne Schule, Frau Lannert, meldet. Und das ist kein bisschen mehr für die Schulen. Sie müssen sich nur einmal mit den vielen Mitarbeitern, die Sie im Ministerium schaffen, um PR-Arbeit zu machen, mal einen abstellen, um diese Krankheitstage auch zu erheben. Und dann können wir mal ein ordentliches Gesundheitsmanagement aufbauen. Und nicht neu ist für Sie auch wirklich, weil Sie spielen ja schon viel Theater, auch Sie, Herr Frömmrich, ja, dass wir einen schulscharfen Sozialindex wollen, weil wir nicht wollen, dass der Sozialindex verteilt wird nach den Einfamilienhäusern in der Kommune, weil wir wollen, dass es auf der Basis der Schülerschaft zugewiesen wird. Und das haben wir ja schon oft gesagt, und das wissen Sie ganz genau. Und genauso ist es mit dem Ganztag. Darüber haben wir schon viel gesprochen, dass wir den gebundenen Ganztag auch ausbauen wollen. Dass wir sagen, wir wollen gerade an Grundschulen, das ist die Forderung des Ganztagsschulverbandes, den auf 7 Stunden als Minimalanforderung neu definieren, damit eben gerade Grundschulen viel leichter, auch wenn sie vorher im Pakt waren, in diesen Ganztag, in den gebundenen, gehen können. Wir haben gesagt, und das ist unsere Forderung, wir wollen die Schulen, auch die Schulträger unterstützen, eben baulich zu modernisieren und da ein Programm auflegen, weil es doch nicht sein kann, dass am Ende die Anträge auf Ganztag oder die Inklusion daran scheitern, dass die Schulen nicht dafür ausgestattet sind, weil Sie die Schulträger die letzten Jahre und die Kommunen kaputtgespart haben, meine Damen und Herren. Und neu für Sie dürfte auch nicht sein, dass wir gerade glauben, im Bereich der Migrantenförderung kann man viel mehr tun, weil Sie die Wochenstunden gekürzt haben für die Intensivklassen in Ihrer Wahlperiode und weil Sie sich weigern, das Schulbesuchsrecht auf 25 oder 27 Jahre zu erhöhen. Das sind alles Forderungen, die wir längst gestellt haben, wo klar ist, wo wir hinwollen. Und wir wollen eine Schulsozialarbeit aus einem Guss und nicht noch die Schulen damit belasten, dass sie noch weitere Fachkräfte da haben. Wir sind für multiprofessionelles Arbeiten, gar keine Frage. Aber wir brauchen noch eine Schulsozialarbeit aus einem Guss, indem wir die Schulträger, wie das andere Länder auch machen, unterstützen mit einer Förderpauschale, damit wir da wirklich Schulsozialarbeit an jeder Schule ausbauen können. Auch das ist unsere Forderung, meine Damen und Herren. Und
Was mir auch noch einfällt, Herr Kollege, was Sie vergessen haben zu erwähnen, Sie haben gesprochen über zusätzliche Lehrerstellen. Das haben wir nie abgestritten. Aber Sie haben vergessen zu erwähnen, dass Sie auch zusätzliche oder Herr Kollege, Stellen geschaffen haben. Ich komme zum Ende, Frau Präsidentin. Dadurch, dass Sie an Grundschulen in Ihrer Wahlperiode Stellen gestrichen haben, indem Sie die Differenzierungszulage gestrichen haben und dass Sie in der gymnasialen Oberstufe gestrichen haben, auch das gehört zu Ihrer Bilanz von 5 Jahren Schwarz-Grün dazu. Auch das muss man noch einmal sagen, meine Damen und Herren. Danke, Herr Kollege Degen. Von der CDU-Fraktion spricht nun Kollege Schwarz. Bitte schön, Herr Kollege, Sie haben das Wort. Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, Herr Kollege Rudolph, Ihr Kollege Degen hat eben gerade wieder versucht, zu retten, was nicht mehr zu retten ist. Sie sind entlarvt, und zwar entlarvt bis auf die Knochen. Sie haben eben gerade wieder 23 Mal innerhalb von knapp 5 Minuten wir wollen, wir wollen, wir wollen, wir wollen gesagt. Konzeptionell null. Konzeptionell null. Mehrausgaben. Mit dem, was Sie gerade beschrieben haben, können wir dann uns die Mehrausgaben noch einmal betrachten. Der Kollege Boddenberg hat das mehrfach hier schon sehr sauber herausgearbeitet. Liebe Kolleginnen und Kollegen, bitte etwas mehr Ruhe. Man muss den Redner ab. Herr Kollege Schwarz, Sie haben das Wort. Bitte. Herr Kollege Rudolph, Sie haben schlicht und ergreifend keinen Respekt an dem Punkt, als der Kultusminister ausgearbeitet hat, was für eine Aktion die GEW plant. Da haben Sie dort gesessen und sich kaputt gelacht. Das ist Ihre Geisteshaltung. Sie wollen durcheinander schäften. Sie wollen ein Theater veranstalten, einen politischen Klamauk, und Sie entlarven sich und Ihre Aktion selbst. Sie setzen sich hin bei einer ganz ernsthaften Debatte und lachen sich kaputt. Und das lasse ich Ihnen nicht durchgehen, verehrter Herr Rudolph, und da drehen Sie sich um. Das zeigt, wie wenig respektvoll Sie hier in diesem Haus agieren. Jetzt kommen wir aber zu dem Thema Ehrlichkeit. Ich hatte am Montag dieser Woche die Gelegenheit, das Wahlprogramm Abteilung Bildung vom Kollegen beim Verband der hessischen Unternehmer mir mal genau anzuschauen. Auch dort nichts Konkretes, nur Absichtserklärungen nach dem Motto, man müsste mal. Sie haben eben gerade in einer Kurzintervention, in einer zweiten Runde, es wieder nicht hinbekommen, mal konkret zu werden. Und wo Sie sich völlig in Ketten geredet haben, war das Thema eben abermals bei dem Thema Ganztag. Sie müssen dann schon einmal erklären, welche Richtung Sie es eigentlich wollen. Gestern haben Sie zwischendurch einmal durchblicken lassen, naja, es müssen ja doch nicht alle, aber der Idealzustand ist die Zwangsganztagsschule. Und das sind halt die wesentlichen Unterschiede. Wir trauen den Menschen etwas zu. Wir wollen, dass die Eltern mitbestimmen können mit der Region. Und dann stehen in Ihrem Hessenplan Plus permanent auch noch Dinge drin, die im kompletten Widerspruch zu dem stehen, was Sie in den Leuten bei den Podiumsdiskussionen erklären. Es hat nichts mit dem zu tun, was Sie den Leuten erklären, was Sie niederschreiben und was Sie bei Parteitagen beschlossen haben. Ganz konkret, es waren 100 Profil-3-Schulen, also Ganztagsschulen, nach Ihren Worten echte. Dann waren es 50 pro Jahr. Jetzt sind es 50 innerhalb einer Legislaturperiode. Sie veräppeln die Leute, Sie nehmen die Leute nicht ernst, und Sie nehmen die Aktivitäten einer bestimmten Gewerkschaft auch nicht ernst. Dann lachen Sie noch darüber, und dann tun Sie so, als wüssten Sie nicht davon. Das glaubt Ihnen kein Mensch, meine Damen und Herren, Herr Kollege Degen, Herr Kollege Rudolph. Und deswegen ziehe ich an dieser Stelle einmal einen Strich drunter. Das, was Sie heute geboten haben, das, was Sie hier gestern geboten haben, dient ausschließlich der Schlagzeile, aber in keinster Weise der Sache. Wir wissen, dass die Schulen Herausforderungen haben. Wir wissen, dass die Schulen Unterstützung brauchen.
Wir wollen, das steht bei uns sehr konkret im Wahlprogramm, auch im Verwaltungsbereich durch Schulassistenten die Schulen unterstützen. Das werden wir auch tun. Nämlich, das ist auch ein wesentlicher Unterschied zwischen Ihnen und uns. Das, was wir den Leuten versprechen, halten wir, und das setzen wir um. Und wir machen das Ganze ohne Schulden. Die zahlen sogar noch Gelder zurück. Und das ist die Ehrlichkeit, das ist die Wahrhaftigkeit unserer Gesamtpolitik, aber unserer Bildungspolitik im ganz Besonderen. Vielen Dank für die Gelegenheit, diesen Unsinn, den Sie dargeboten haben, noch einmal klar zu machen. Danke, Herr Kollege Schwarz. Als nächster Redner spricht nun Kollege Greilich von der FDP-Fraktion. Bitte schön, Herr Kollege, fünf Minuten auch hier. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Lieber Herr Kultusminister, herzlichen Dank für die freundlichen Worte. Ich kann es Ihnen leider nicht ersparen, bedanke mich bei dem Kollegen Schwarz, dass es nicht meine letzte schulpolitische Rede war, sondern dass ich noch einmal kurz etwas sagen will. Die eine Botschaft bei der Gelegenheit noch an Herrn May. Man muss aufpassen, wenn man sich Reden am Tag vorher aufschreibt, dass die auch am nächsten Tag noch passen. Sie haben wieder begonnen mit dem Thema, ihr habt ja überhaupt nichts an Forderungen erhoben, ihr habt keine Vorschläge gemacht. Anschließend haben Sie selbst welche zitiert. Insofern ein bisschen schwierig, wenn der Schluss der Rede nicht zum Anfang passt. Ansonsten kann ich es Ihnen nicht ersparen. Sie haben natürlich keine Beziehung zur GEW. Ich muss ehrlich zugeben, ich habe das vorhin auch genannt. Ich halte die GEW für eine linkskonservative Organisation. Das ist so. Da kann ich mich mit der GEW auch gut darüber auseinandersetzen. Das ändert aber nichts daran, dass es eine große, eine sehr bedeutende Gewerkschaft im Lande Hessen ist, die insbesondere eine sehr große Zahl von Lehrerinnen und Lehrern vertritt. Deswegen ist es auch wichtig zu hören, was von dieser Interessenvertretung gesagt und vorgetragen wird. Da darf ich einmal zitieren aus dem schönen Büchlein, dass in der Tat haben Sie mit einem Recht, über die Anhörung selbst ist wenig berichtet worden. Aber die Resonanz in den Verbänden und der Lehrerschaft, die Nachfrage, wir haben nachgedruckt inzwischen, weil wir so viel Nachfrage danach haben. Ich habe vorhin einmal nachgeguckt, wir haben gerade noch ein paar 20 Exemplare, vielleicht müssen wir noch einmal nachdrucken, wenn die Verweigerung ihrerseits so weitergeht, wie sie in der Vergangenheit war. Was hat denn die GEW zum Beispiel mitgeteilt? Das kann man durchaus zitieren, weil das eine Beschreibung der Situation ist, mit anderen Worten, wie sie auch von allen anderen Verbänden gekommen ist. Ich zitiere, die allgemeine Ausweitung von Aufgaben und Verpflichtungen führt zwangsläufig zu einer Zunahme von Konferenzen, Dienstversammlungen usw. Vor diesem Hintergrund nimmt es nicht Wunder, dass die Zahl der von ganzen Kollegien wie auch von Einzelpersonen gestellten Überlastungsanzeigen seit Jahren ständig wächst und erhebliche Ausmaße angenommen hat. Alle in jüngerer Zeit vorgelegten Studien zur Arbeitszeit von Lehrkräften belegen unzwar deutlich, dass die an die Lehrkräfte gestellten Aufgaben gar nicht im Rahmen der vorgesehenen Arbeitszeit geleistet werden können. Und dazu, meine sehr verehrten Damen und Herren, dazu, sehr geehrter Herr Kultusminister, reicht es nicht, sich als Jurist darauf zurückzuziehen. Das sind ja gar keine Überlastungsanzeigen im juristischen Sinne. Da muss man sich inhaltlich damit auseinandersetzen, was in den Schulen passiert und was tatsächlich falsch ist. Ich zitiere Herrn Wesselmann, der nicht als Linker verschrien ist, Vorsitzender des Verbands Bildung und Erziehung in Hessen. Er hat zu Protokoll gegeben, heute Schulleiterin, Schulleiter zu sein, bedeutet gleichzeitig die Aufgaben eines Managers, Geschäftsführers und Sachbearbeiters zu erledigen und das Ganze unter der eingangs geschilderten Erwartungshaltung von Politik und Eltern auf alle gesellschaftlichen Herausforderungen angemessen zu reagieren. Mit Pädagogik und dem ursprünglichen Verständnis des Primus inter pares hat das alles kaum noch etwas zu tun. Das ist, Herr Kollege Kartmann, das ist die Sichtweise aus den Schulen. Ich zitiere Matthias Bosse für den Verband Bildungsfaktor Abitur Hessen. Wir haben ein annähernd unerträgliches Niveau an Belastung erreicht, was dazu führt, dass wir in eine Art Überlebensmodus umschalten nach dem Motto Mut zur Lücke. Was ist dringend und muss erledigt werden, das schaffen wir. Alles Unwichtigere wandert einfach weg und wird nicht erledigt. Das ist nicht meine Auffassung und sicherlich auch nicht Ihre Auffassung davon, was preußische Pflichterfüllung ist. Aber wenn es nicht mehr geht, dann geht es halt nicht mehr. Ich zitiere als Letztes
die Vertreterin der Frauen in Funktion an beruflichen Schulen. Dort heißt es, eine berufliche Schule, das ist nicht die Vorsitzende der AGD, nicht, dass wir uns missverstehen. Eine berufliche Schule ist wie ein großer Dampfer. Er kann nicht sorgfältig und zukunftsweisend gesteuert werden, wenn die Steuermänner und Frauen gleichzeitig ihren Dienst im Maschinenraum der Unterrichtsverpflichtung nachkommen und auf dem Kapitänsdeck steuern sollen. Meine Damen und Herren, das sind alles Facetten, die sich alle ergänzen. Da gab es keine Widersprüche, und so war die gesamte Anhörung. Alle waren sich einig, egal aus welcher politischen, aus welcher fachlichen Richtung sie kamen. Die Einzigen, die es verleugnen, sind Herr Kollege Schwarz und der Kultusminister. Und das ist nicht zielführend. Danke, Herr Kollege Greilich. Für die Fraktion DIE LINKE spricht nun Frau Kollegin Faulhaber, ebenfalls 5 Minuten. Das ändert sich bei euch ja nicht so schnell, weil ihr seid ja konservativ. Ja, klar. So, Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, irgendwie kommt es mir so vor, als hätten Sie als weiter bei Bildungsmaßnahmen Demagogie-Seminar besucht. Besonders bei den GRÜNEN reden Sie doch einmal über Ihre Versäumnisse, Herr May, statt nach dem Motto, haltet den Dieb, die Opposition anzugreifen. Es reicht ja, dass wir z.B. einen Teil der Arbeit der Regierung machen mussten und eine Bedarfsanalyse in Auftrag gegeben haben. Die ist konservativ berechnet, damit Sie die auch verstehen. Wir hätten auch unsere Zielsetzungen da reinrechnen lassen können, und dann hätten Sie gesagt, sozialistische irgendwas, Bildungspolitik, Wolkenkuckucksheim. Haben wir nicht gemacht, aber Ihre Bereitschaft, sich mit etwas auseinanderzusetzen, hält sich ja stark in Grenzen. So, das nur einmal vorweg. Eigentlich will ich zu Ihrer Haltung zur Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaften reden. Also, so wie Sie das hier darstellen, wird überhaupt nicht zur Kenntnis genommen, dass alle Lehrerinnen und Lehrer als Arbeitnehmer das Recht haben, sich zu organisieren, das Recht haben auf Mitbestimmung, das Recht haben auf Interessenvertretung. Und es gehört zu den demokratischen Grundrechten, dass man sich in einem Berufsverband organisieren kann und mit Macht seine Interessen vertreten kann. Und ich weiß überhaupt nicht, warum das hier irgendwie angekreidet wird. Da fehlt Ihnen etwas in dem Demokratieverständnis. Das kann man nur zur Kenntnis nehmen. Da fehlt Ihnen etwas beim Demokratieverständnis. Sie tun doch immer die Demokratie hochheben. Welche Demokratie meinen Sie denn? Gilt nicht für Ihre Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Liebe Kollegen, doch, bitte keine Sie. Zwischenrufe. Ich weiß, dass Sie Probleme damit haben. Sie laden kritische Kolleginnen und Kollegen zu Gesprächen. Sie überziehen protestierende Kolleginnen und Kollegen mit Disziplinarmaßnahmen. Wenn Sie nämlich auf eine Protestaktion gehen, weil Sie überhaupt keine andere Chance haben, Ihre Interessen irgendwie zur Sprache zu bringen und dass Sie beachtet werden. Hören Sie lieber zu und beachten Sie diese Sachen einmal. Sie stehen für Vorschläge nicht zur Verfügung, die die GEW ausgearbeitet hat, mit großem Sachverstand, mit vielen Lehrerinnen und Lehrern, die sich dafür einsetzen, dass die Schule funktioniert im Gegensatz zu den Bedingungen, die Sie zur Verfügung stellen. Und das sieht nicht nur die GEW so, das sieht auch der VBE so, das sehen die anderen Verbände so. Und da wäre es mal ganz gut, wenn Sie mal wirklich von Ihren ideologischen Verblendungen runterkommen würden. Danke, Frau Kollegin Faulhaber. Es liegen keine weiteren Wortmeldungen mehr vor. Damit können wir jetzt in die Abstimmung eintreten. Ich lasse abstimmen über den Top 26, Antrag der Fraktion der FDP betreffend Realitätsverweigerung im Kultusministerium gefährdet Bildungschancen, Drucksache 19/6588. Wer diesem Antrag zustimmen möchte, den bitte ich um das Handzeichen. Fraktionen von FDP, SPD und DIE LINKE. Wer stimmt dagegen? Fraktionen von CDU und DIE GRÜNEN. Somit ist dieser Antrag abgelehnt worden. Wir sind nun erst einmal am Ende. Und wir können in die Mittagspause eintreten. Wir sehen uns wieder um 14:30 Uhr. Guten Appetit.